So, die Aufnahme war synchron. Damit sollte auch diese Aufnahme synchron sein. Wir machen weiter bei The Legend of Zelda. Nicht Twilight Princess, was laber ich? Link's Awakening und... Die Kugel kommt nicht mit, ne? Ja, aber wir können jetzt hier runter. Letztes Mal haben wir die Adlerfestung angefangen, haben uns die Belohnung für die zweite Stufe geholt, was die Dings angeht. Und da ist ein Schalter. Den werde ich jetzt noch nicht betätigen. Lass mich in Ruhe. Der tut dem tut überhaupt gar nichts weh. Wir gehen einfach hier hoch. So. Ach. Ja, moin. Das, aber ich glaube, ich kann hier gar nicht viel erreichen gerade. Ich gehe jetzt erst, ich will den erstmal noch nicht drücken. Ich will jetzt erstmal den Weg gehen, wie den ich gehen kann, wenn er nicht gedrückt ist. Dass wir nicht durcheinander geraten. So, jetzt komme ich nämlich hier unten noch an die eine Truhe ran, ne? Genau. Und da ist der... Oh, sehr gut. Der Schnabel ist auch schon mal Gold wert. Da komme ich theoretisch rüber. So. Habe ich jetzt alles gesagt? Wir haben viele Muscheln gesammelt, Herzteile gesammelt und so weiter und so fort. Jetzt kann ich auch so zum Beispiel weiterlaufen. Na, das ist auch so eine Sache, die ganz praktisch ist. So. Also wir müssen haptisch... Ah ja. Die sind zum Glück deutlich angenehmer mittlerweile. Ah ja, ich bin halt blöd. Ja, ach wirklich. Nein! Oh, jetzt war ich halt ungeduldig. Ach, komm schon. So. Das gibt eine Truhe. Einmal volle Energie, damit wir wieder schießen können. Und Kompass. Perfekt. Sehr gut. Da ist die nächste Dings. Aber ich glaube, ich muss die Kugel jetzt wiederholen, ne? Ich glaube, ich kriege keine neue Kugel, sondern... Ach, aber dafür muss hier das Ding runtergehen. Ja. Ja. Und da ist dann aber auch gleich die nächste Säule. Wait, das geht sogar. Aber ich komme jetzt hier nicht raus, oder? Ach doch. Ach, perfekt. Ja, dann ist ja alles in Ordnung. Bleibst du da? So. Dann machen wir doch erstmal das. Ah, da wäre jetzt eine Eule zum Lesen. Aber wenn ich jetzt hier durchkommen sollte... Ja gut, dann können wir auch die Eule lesen. Wenn die Säulen gefallen sind, ist das Rätsel gelöst. Ja Mensch, das hätte ich jetzt ja nicht erwartet. Boah, krass. Okay, zack, 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 zack. Auf geht's. Schuppidub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 
Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaube... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon machen muss. Nein. Nein, 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 nein. Anders, 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 anders. Anders, alles gut, alles gut, alles gut. Das ist okay. Das ist okay, das ist genau, was ich wollte. Auch wenn es nicht so aussieht. Doch, das passt, das ist, was ich wollte. Jetzt habe ich die Kugel da ja gespeichert, ne? Ah, nein, aber ich habe die Kugel ungünstig gespeichert. Ich habe die Kugel denkbar ungünstig gespeichert, weil, wenn ich jetzt hier hochgehe, ist der Dings zurück. Ich muss die Kugel genau hier speichern. Da muss ich die Kugel speichern, dann funktioniert das, was ich wollte. Ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also, machen wir das jetzt so rum. Kann sein, dass es schneller geht, irgendwie anders, ist mir aber gerade wurscht. Aktuell habe ich einen Lösungsweg parat und den werde ich erstmal nutzen. Egal, ob das jetzt effizient ist oder nicht, ne, das ist mir gerade wurscht. Aber es funktioniert. So, zack, und jetzt komme ich an die Kugel ran. So. Und jetzt kann ich nämlich für später die Kugel hier schon mal speichern. Irgendwann komme ich da gleich durch. Das wird nicht allzu lange dauern. Irgendwann komme ich da gleich hoch. Ah, hier komme ich nicht zurück. Ah, ist doof. So komme ich nicht zurück. Ja, die Kugel ist noch da, wie es so sein sollte. Da kann ich mich aber runterstürzen. Wiedersehen. Dann sind wir hier. Nice. Und jetzt müssen wir einmal wieder hier über die Dinger laufen. Und hier rüber. Und hier müsste jetzt der andere Weg... Ne, hier ist gar kein Weg hoch. Hä? Was? Was bist du denn? Bist du Kirby? Den kenne ich gar nicht. Wie besiege ich den denn? Ach, der will bestimmt Bomben fressen. Ja, der will Bomben fressen. Da. Na gut. Aber da oben ist, das ist da, dann ist da oben eine Muschel drin. Okay. Ah, so komme ich schon mal. Oh, hier komme ich in den Weg. Hier komme ich in den Raum hoch. Okay, dann ist, glaube ich, jetzt der Punkt, wo wir die Schalter einmal drücken werden. Ich glaube, jetzt habe ich erstmal alles gemacht, was ohne den gedrückten Schalter funktioniert. Ich glaube, jetzt drücken wir mal den Schalter. So. Jetzt müssen wir erstmal hier wieder hoch. Und uns dann entsprechend an richtiger Stelle runterfallen lassen. Ah, jetzt kommen wir hier ran. Und da wir den Spiegelschild erhalten. Einfach mal das dann schneiden. So schnell geht's. Oh, jetzt kann ich mit dem Schwert sogar Krüge zerstören einfach. Cool. Aber ich habe keinen Schlüssel. Da fehlt mir noch der Schlüssel für. Oh. Das war knapp. Das war knapp. So, einmal hier durch. Wirklich. Schieb, 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 schieb. Zack. Miau.
Und der Spiegelschild ist jetzt auch nicht so wahnsinnig spannend. Muss man sagen. Er ist halt da. Ja, ich brauche ihn nachher wieder auf der Oberwelt, um weiterzukommen. Aber ansonsten... Aber ansonsten ist er jetzt nicht der Rede wert. Ah, wait. Hier außen rum komme ich, ne? Ja, ja, geh mir nicht auf den Keks. Lass mich einfach durch. Ja, perfekt. Da wollte ich hin. Und jetzt hier oben rein. Da müssen wir jetzt einfach nur wieder aushalten. Können wir zerstören, können wir auch lassen. Können wir auch an seinem Spielstil in die Ecke stellen und langweilig warten. Das geht natürlich auch. Wichtig ist, wir dürfen nicht runterfallen. Wenn wir runterfallen, sind wir wieder unten. Ist jetzt auch nicht dramatisch. Dann macht man es halt nochmal. Wäre aber halt dumm, weil man hier die Kugel schon positioniert hat. So, Nummer 3. Bam. Eine fehlt noch. Und die eine, die noch fehlt, dafür müssten wir jetzt... Ja, es hilft halt nichts. Haben wir schon gesehen, wo das Ding ist? Ich hoffe, ich komme jetzt hin. Ja, perfekt. Hier... Irgendwo war die, glaube ich. Aber ich kann die Kugel schon mal hier hinwerfen. So. Jetzt haben wir halt wieder den Quatsch. Aber ist da oben jetzt eigentlich noch was anderes? Ah, der kommt jetzt einfach so runter. Will ich aber gar nicht. Ich will lieber hier wieder runter. Wir haben da drüben ja noch andere Wege zu laufen. Da komme ich so nicht drüber, ne? Nicht, dass wir jetzt Quatsch machen. Aber hier komme ich. Ja, ja, hier komme ich durch. Und komme jetzt da raus, wo ich hin will. Ja, perfekt. Da unten war nichts weiter, ne? Das ist der Weg, den wir schon am Anfang hatten. Ja, ja. Wie komme ich eigentlich jemals? Ach, da muss ich mich auch runterfallen lassen, um zu der Muschel zu kommen. Ja. Da muss ich mich dann da unten... Das machen wir gleich mal. Ja, 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 ja. Das machen wir gleich mal, bevor ich das vergesse. Das war jetzt schwer. Richtig krass, ne? Das war jetzt... Puh. War aber auch nicht der Zwischenboss, wie man sieht. So, und wenn ich mich hier fallen lasse, lande ich genau da. Und komme jetzt an die Muschel ran. Sehr gut. Ah, Erinnerung läuft. Aber ich glaube, ihr versteht jetzt, warum man da, vor allem als Kind, sich ordentlich verfranst hat. Da muss man schon einiges beachten. Und wahrscheinlich werde ich mich immer noch verfranzen. Ich bin gespannt, aber gerade läuft. Gerade läuft's. So. Jetzt gehen wir richtig weiter. Jetzt haben wir ja auch den Schlüssel für die eine Stelle. Hätten wir jetzt ja auch den Schlüssel. Aber ich glaube, jetzt komme ich. Ach, von da oben. Jetzt bin ich hier, genau. So. Da oben wäre dann das. Jetzt gehen wir erstmal hier eins höher. Nice. Aber ich kann ja hier oben drücken. So, also machen wir hier einmal das hier. Zack.
In welchem Raum war denn jetzt die letzte Säule? Die haben wir zerstört. Die haben wir zerstört. Wir hatten sie doch sogar schon gesehen. Die haben wir zerstört. Hier. Hier. Ah, ja, 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 ja. Passt. Alles gut, alles richtig. Alles richtig. Wir sind komplett richtig. So, einmal die Kugel hier rüber. So, die ist hier gespeichert. Und... Ach, kann ich nicht werfen drüber. Ja, dann nicht. Hier sind wir noch nicht durchgelaufen. Nee, Quatsch, das sind wir hochgekommen. Ah, seht ihr da die zerstörbare Mauer? Aber wie komme ich denn... Muss ich mir das merken, wo das ist? Ach, geh weg. Ja, in dem Raum waren wir schon drin. Alles klar. Passt. Muss jetzt aber nicht hier nochmal neu durch, ne? Gut. Genau, und hier... Ne, hier. Da ist das. Jetzt sieht man auch die Risse. Jetzt sieht man auch die Risse. Die Fackeln zeigen es ja auch. Bestimmt ist irgendwo eine Eule, die das auch sagt. Aber die habe ich jetzt nicht gefunden, die Eule. Ich habe den Weg gefunden vor der Eule. Ja. Hier bekomme ich Bomben. Wow. Naja, aber die Truhe ist eh nur da, dass man sich überziehen kann. Und das ist die letzte Säule. Nice. Bam. 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 Alles kaputt. Da ist einfach mal ein Teil vom Turm eingestürzt. So. Mit anderen Worten, wir kommen jetzt, glaube ich, da oben weiter, ne? Da geht's wieder hoch. Haben wir irgendwelche Truhen übersehen? Hier oder hier? Da ist noch eine. Mist. Also da muss ich mich irgendwo hier fallen lassen. Irgendwo da an dem Rand. Okay, da ist noch eine Truhe, aber ansonsten haben wir's. Wie komme ich denn jetzt? Als kann ich mich nur fallen lassen. Ja, okay. Meinetwegen. Was tue ich denn? So, also muss ich jetzt mal rausfinden. Nein, 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 nein. Aber ich glaube, über den Spiegelschild kann das sowieso nicht mehr verschwinden, oder? Fragezeichen? Ich weiß es gerade nicht. Egal. Also irgendwo am Rand müsste... Da! Da einfach! Da kann ich mich fallen lassen. Jetzt komme ich an den Schau. Oh. Muss ich jetzt... Muss ich jetzt echt zurück und den nochmal neu... Oh, komm schon. Den ganzen Weg nochmal ablaufen, nur weil der Schalter falsch rum ist. Nein, muss ich nicht. Ich kann ihn ja hier drücken. Ich kann ja den Schalter hier drücken. So. Easy. Easy going. Ach, Mann. Okay, dann lassen wir uns halt kurz fallen und gehen unten rum. Eieieiei. So. Dann lassen wir uns aber an der richtigen Stelle fallen. Die da wäre... Hier. Gut, wäre, glaube ich, egal gewesen. Sah jetzt aber cool aus. So. Okay.
Dann kann ich mich jetzt hier auch fallen lassen. Dann müsste ich da unten landen. Perfekt. Dann kann ich hier vorlaufen. Wait, da oben waren wir noch gar nicht. Ach, die habe ich einfach noch nicht gelesen. Ich gehe jetzt aber dann nicht nochmal runter, um die Eule zu lesen, oder? Nee, da habe ich jetzt keinen Nerv für. Ich brauche die jetzt auch nicht. Wir gehen einfach weiter. So. Dann passt die Geschichte. Ah ja, die passen jetzt eh, das ist egal. Und jetzt passen oben die Dinger auch. Wait, wo war... Ach, hier ist die Treppe. Ja, moin. Ah, sind doch falsch rum. Ach, wirklich jetzt? Gib mir ein Herz. Ach, kommt schon. Werf ich halt eine Bombe. I don't care. So. Hopp, 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 hopp. Dankeschön. So. Weiter im Programm. Hier scheint es nichts zu geben, aber ich hau trotzdem mal alles weg. Weil ich es kann. Ja, sag ich ja, hier gibt es nichts. So, ich glaube aber mit den Säulenrätseln sind wir jetzt durch, ne? Da brauche ich einen Schlüssel. Ach, das ist der große Schlüssel. Da ist der Boss. Da ist El Bosso. Da brauche ich einen kleinen Schlüssel. Habe ich. Den habe ich. Nützt mir jetzt auf den ersten Blick erstmal nichts. Ich lasse den erstmal. Warum sollte ich den jetzt hier verschwenden, wenn ich ihn gar nicht brauche? Der soll erstmal Schlüssel bleiben. Da komme ich ab. Das nehmen wir mit. So. Zwischenboss. Okay. Hey, Kleiner, willst du zu mir? Na dann, Jungs, kümmert euch um ihn. Ja, eigentlich will ich das nicht, aber hey. Hey, die kenne ich gar nicht. Den Zwischenboss kenne ich gar nicht. Aber okay. Mr. Sales, jetzt macht ihr fast gefasst. Solange auch nur einer meiner kleinen Freunde noch da ist, kann ich Verstärkung rufen. Wie schmeckt dir das? Ja, ich erledige sie ja schon. Oder auch nicht. Oh mein Gott. Zu langsam. Ich treffe sie. Ja, bin ich denn dumm? Hey, ich treffe den aber auch nicht. Kann ich die irgendwie anders aus der Luft holen? Guck mal, ich bin zu blöd, zu treffen. Kann ich die mit Pfeil und Bogen abschießen oder mit dem Bumerang? Oder soll ich die einfach angreifen, wenn die zu mir kommen? Ach so, ja. Naja, gut, das ist ja einfacher dann. Ja, machen wir es halt so. Eieiei. Dann ziehe ich ein paar aus der Luft und ein paar gerade. Oh mein Gott. Okay, ich bin einfach noch zu doof dafür. Ein paar kann ich vorher angreifen. Die dann jetzt zu mir kommen. Ziehe ich einfach weg. So. Das waren meine besten Freunde. Dafür wirst du bezahlen, das schwöre ich dir. Das war schon ein schwieriger Miniboss, wenn man halt dumm ist. So. Okay, da ist der Schalter.
Und... Na. Zack. Einmal eine Truhe für uns. So. Oh, da ist schon... Hä? Ich komme schon zum Boss. Hä, da fehlt doch noch die Hälfte. Hä? Habe ich irgendwas... Ah, warte, warte. Warte. Ich glaube, das ist noch gar nicht der Weg zum Boss, ne? Ich glaube, das ist nur so ein Vorweg oder irgend sowas. Keine Ahnung, schon wieder alles zu lange her. Ja, ich habe hier da hinten zum Beispiel die Truhe. Aber da komme ich jetzt ja auch erst hin. Sieht man ja. Das führt noch gar nicht zum Boss. Ja. Genau. Das führt noch gar nicht zum Boss. So. Aber warum sollte ich denn jemals dieses Schloss hier aufmachen wollen? Warum sollte ich jemals dieses Schloss da aufmachen? Ich verstehe es nicht. So, da könnte ich mich jetzt rüberziehen. Mich interessiert aber erst die Truhe da hinten. Da müsste ich doch jetzt so hinkommen kommen können. Ah ja. So. Wie gesagt, wenn man die mal verstanden hat, ne? Dann ist alles cool. Halt nicht ganz dumm ist. Was ich halt leider war. Ach toll, habe ich schon. Lässt ihn wieder liegen. Schon der zweite Balsam, den ich nicht mitnehmen kann. Aber immerhin kostenloser Balsam. Lass das. Aua. So. Gut, dann kommen wir jetzt hier rüber. Habe ich jetzt noch eine Truhe bisher ausgelassen? Ja gut, die kann ich halt nicht holen. Ist klar. Nein, hab ich nicht. Ja, nice. Wir haben den Dungeon. Hauen wir den Boss noch weg. Das geht in den Part noch rein. Das geht in den Part noch rein. So. Wenn ich mich nicht komplett dumm anstelle, sollte ich den hinkriegen. Der ist aber cool. Das ist wirklich ein cooler Boss. Kann man nicht anders sagen. Ausrüstung passt. Holen wir uns noch ein paar Herzchen. Ja, komm, nur noch ein paar Herzchen. Die laufen ja nicht grundlos Goombas rum. Und das Ding da hängt auch nicht grundlos durch in der Gegend. So, passt. Alle Dude. Oh ja, Erinnerungen. Da ist er wieder. Hier kommt dein Ende. Gleich wirst du bereuen, jemals geboren worden zu sein. Teufelsadler. Zack. Ab geht's. Oh yeah. Oh yeah. Aua. Gegenhalten. Nicht runterfallen. Aua. Bam. 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 Gegenhalten. Aua. Wenn man sich runterwehen lässt, geht's von vorne los. Ne? Wollte ich nur kurz sagen. Bam. Bam. Dürfte gleich down sein. Ah, Mist. Das wäre jetzt ein schöner Schlag geworden. Leider habe ich es verkackt. Also er ist ja einfach. Aber ja. Sag ich ja. Meine Kraft bin besiegt. Doch dich erwischt es auch noch, wenn der Windfisch aufwacht. Du und ich, wir sind sein Traum.
Puff. Da ist mein Herzcontainer. Da 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 da. Zack. Und was natürlich auch noch fehlt, ist das Musikstück. Die Poseidon-Orgel. Also wenn man den Dungeon sonst so ein bisschen kennt, ist er nicht ganz so nervig, aber ich glaube, er ist... Ach so, ja, Ocarina. Die Musik der Ocarina weiß den Weg. Aber... Ja. Ja. Wenn man halt... Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Egal. wenn man den blind spielt, ich glaube, dann ist er nach wie vor so verworren wie im Original. Also ich glaube, ich habe keinen anderen, hab den jetzt nicht anders empfunden. Gut, danke fürs Zuschauen an der Stelle. Nächstes Mal begeben wir uns zum achten Dungeon und tschüss!